So, hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1. Jetzt wollte ich sagen, The Last Revelation, das würde nicht ganz stimmen. Heute ist der Jonas mal wieder mit dabei. Hallo! Morgen! So, und heute musst du die Leute unterhalten, weil ich echt verplant bin und ich muss Start auf den Timer drücken. Ja, solltest du mal tun. Ja, und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Ich natürlich, du musst jetzt da lang und dann so rum. Ach so, ja. Nee, hier ist gerade nur so lustige Musik. Ja, die kann ich ja leider nicht hören. Ja, aber hier, weißt du, hier ist gerade lustige Musik. Was? Was? Scheiße. Und irgendwelche Fallen. Ja, und ich habe die Controls schon wieder nicht geändert. Jetzt zieht sie immer ihre Waffen, während ich springe. Aber das ist einfach, ich muss einfach wieder die Controls ändern. Und User ja. Keys, Benutzersteuerung. Ja. So. Fliegen Pfeile. Das kannst du bei dir erkennen? So gut ist das Bild. Ist ja Wahnsinn. Ja. Ah, und durch, und durch. Scheiße. Ey, wir müssten mal ein kleines Medipack nehmen. Na, So. dann tust du. Wir nehmen jetzt ein kleines. Das dauert übelst lang, das verdammte Inventar aufzurufen. Und genauso wie ein Quick-Save zu machen. So, wir haben vier kleine, ein großes. Wir nehmen ein kleines. Ein Quick Save ohne Schnelligkeit. So, Dann ist es nur noch ein Save. ich sage jetzt, wenn ich auf die Quick-Save-Taste drücke, ja? Ja. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, So. 10. Wahnsinn, oder? 10 Und sowas nennen die Quick-Save. Sekunden, die ich zähle. Naja, du hast die Sekunden, ehrlich gesagt, ein bisschen schnell gezählt und. Oh mein Gott, Wölfe! Nee, ein Wolf. Keine Wölfe. Ach, es laggt wieder. Aber das liegt heute nicht nur an dir, das liegt auch an dem Programm, mit dem ich das Spiel aufnehme. Dieses Klidos. Weißt Ah. du? So, und wo sollen wir jetzt hin? Hä? Die Steinplatte da sieht voll brüchig aus. Oh, wirklich? Jetzt ist sie kaputt. Ja, da müssen wir eigentlich auch runter, um ehrlich zu sein. Sollen wir das mal machen? Ja, aber. Jawohl, probieren wir. Okay. So. Ach, ich bin halt so verplant. Verblahnt. Ja, du auch? Ein bisschen. Bisschen. Ich muss ja nachher auch Ach. noch aufnehmen, das wird ein Spaß. Alan Wake? Richtig. Genau, schaut unbedingt nicht bei seinem Alan Wake Let's Play vorbei. Es ist nämlich. Es ist. Ich sag mal, man kann sich's ansehen, aber es ist nicht gut. Ja? Also. Und mit so einem mache ich Let's Plays zusammen, ganz ehrlich. Nein, es ist ansehbar. Weißt du was, Nein. sag einfach gar nichts dazu. Nein, schaut einfach mal bei ihm vorbei, wenn ihr wollt. Das Let's Play ist nicht so schlecht, ja. Und ich Du verlinke euch redest dich gerade natürlich immer mehr in den die Scheiße Kanal rein. in der Videobeschreibung. Und es ist gerade panische Musik und man wird Jonas jetzt gar nicht mehr verstehen. Dann Ich sage ich muss. einfach mal nichts. Ja, ich muss selber gerade rumbrüllen hier. Wisst ihr, Leute, ich habe am Anfang des Spiels den Sound leiser gemacht, ja? Aber er wird nicht leiser. Gibt's dabei Glidos vielleicht irgendwie was, was man einstellen kann? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist ein Zeitspiel. Wie der da liegt. Ist ein Zeitspiel, aber du hast genug Zeit, dir den Hund Ja, anzugucken. immer. Ich glaube, es ist. In Tomb Raider Anniversary war ein Zeitspiel, ja? Du fragst dich bestimmt, warum ich das Spiel immer mit Tomb Raider Anniversary vergleiche, oder? Ein bisschen, ja. Tomb Raider Anniversary war ein Remake des ersten Teils. Okay. Gehört quasi zu der neueren Trilogie, die mittlerweile auch schon ein paar Jährchen alt ist. Und deswegen beenden wir jetzt das erste Level, nachdem wir gequick-saved haben, ja? Okay. Weißt du, hättest du in der ersten Folge mit aufgenommen, hätte ich gesagt, es dauert wegen dir so lange, aber. Das geht jetzt nicht. Ja, So! du versuchst mir auch immer die Schuld zu geben. So, pass auf! Ich pass auf. Wir passen auf, wir passen auf, wir passen auf. Und wir haben es geschafft, wir haben 13
Boah, bist du schlecht. Zwei von Not. drei Secrets. Ja, war. 21 Minuten habe ich gebraucht. Wirklich? Let's Play läuft erst 21 Minuten? Nee. So, in Ordnung. Und, ach du Scheiße. Was passiert da gerade mit meinem Bildschirm? Ich kann's nicht sehen. Oh Gott, ich muss gerade mal das Fenster wieder verschieben, aber die Aufnahme läuft noch. Hoffentlich. Glück gehabt. Ja, die Ja, Zahlen ich sind nehme die rot. Maus aus meinem Bildschirm raus, ist ja schon in Ordnung, aber. So. Kann man doch aber auch bei Ups. Fraps einstellen, ob man die Maus sieht oder nicht, oder? Stimmt. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Naja, gut. Hallo, Lara, schießen, schießen, nicht sterben. Schieß jetzt, Lara. Dankeschön. Boah, So. war das spannend. Du sagst das so überzeugend. Ich sag, der ist besser, als wenn ich sage, boah, war das spannend. Ja, Spring gegen die Wand. ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert, okay? Wir gehen mal hier hinten lang. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Und Und da noch ein ist wieder Papier. ein Wölfchen. Ey, wie die Dinger da liegen, das ist ja. Spielen toter Hund. Können den Trick richtig gut. Ja. Wirkt so realistisch. Richtig. So, hier konnte man quasi nur außen rumlaufen, aber wir müssen erstmal in die Mitte. Dort wird ein Bärchen auf uns warten. Ob es ein Wunderbärchen ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass hier in der Mitte ein Bärchen auf uns wartet. Oder auch nicht. Teddybär oder kein Bär? Oder ein Erdbär? Warum nehme ich nochmal mit dir auf? Ach ja. Weil Damit ich du dir die 10 das. Euro nicht geben muss. Weil du das hohe Niveau von deinen Let's Plays runterschrauben willst. Ja, es ist. Hier kommt ein Teddybär. Da, hab ich's nicht gesagt. Ist eindeutig ein. Ist eher ein Blaubeer. Guck dir mal die geilen Zähne an, Junge. Also das ist HD-Grafik. Das ist der Vorteil von Glidos. HD-Texturen. Ja. Aber dafür hängt das Spiel so übelst, weißt du? Oh, guck dir mal das Grinseface hier an, ist ja süß. Boah, das erinnert mich an dich heute Morgen. An mich heute Morgen? Ja. Habe ich heute Morgen so gegrinst? Ja, doch, sieht so ähnlich aus. Obwohl, das könnte auch die Fratze sein, die du von mir gemalt hast. Ja, das kann auch sein. Ich habe nämlich ihm ein sehr. Also, ich habe ein Bild gemalt, was ihm sehr ähnlich sieht, hier dem lieben Jonas. Beziehungsweise Originalgetreu. originalgetreu mit dem schwarzen Zahn und den fettigen Haaren und. Und da war die Mutter mal. Ja, genau, dieses ekelhaft fette Muttermal an deinem Hals. Und du läufst schon wieder sinnlos durch die Ich Gegend. weiß! Nur weil es hier so viele Wege gibt und ich mich nicht für einen entscheiden will. Spring doch ins Wasser. Sollen wir Oder Lara drück erst dir den saufen, ja? Hebel. Also hier ist ein Hebel. Den ignoriere ich jetzt. Kann Lara in diesem Teil eigentlich schon schwimmen? Ja, ab diesem Teil kann man schon schwimmen. Was man nicht kann, ist sich in der Luft im Sprung so. Was? So cool zu drehen. Wieder ein Und man bisschen. kann nicht kriechen. Okay. Das ist cool, ja. Kann auch positiv sein, Es war ja. nämlich ein Feature, sage ich jetzt einfach mal, was ich überhaupt nicht leiden konnte. Ah, hier kommen wir wieder zu Du den meinst die Wölfen. Kriechrätsel? Ja, habe ich richtig gehasst, weil das immer so ewig lang gedauert hat, weißt du? Und mochte ich nicht, fand ich nicht schön. So, hier ist aber irgendwie nichts. Hier ist ein Schlüssel, also wir brauchen einen Schlüssel. Da ist das Loch für den Schlüssel. Fachleute nennen es Schlüsselloch. Schlüsselloch. Du Da nimmst war ein mir die Hebel Worte vor. aus dem Mund, Da Junge. rechts ist ein Hebel gewesen. Ja, ich weiß, aber den ignoriere ich. Ganz gekonnt. Verwolfrig. Ab. Okay, das war schlecht. Es klang gerade wie fahr, fahr, fahr. Fa. Ich habe da hinten aber was gesehen, was du nicht gesehen hast.
Und zwar ein kleines Medipack. Ah, hier hinten war es. Das habe ich auch gesehen, das wollte ich dir nur nicht sagen. Jetzt tut er wieder so hier, als hätte er alles gesehen. Ja. Alter! Wie viele Wege gibt's denn hier? Ich bin gerade schon wieder voll verwirrt. Genug, um dich zu verwirren. Um mich zu verwirren, Okay, da braucht einfach geht's nur wieder zwei Kreuzungen. zu dem Brunnen. Ja. Aber bei mir ist es ganz genauso eigentlich. Die Fledermaus ignoriere ich jetzt auch. Ah, hier kommen wir eigentlich nur wieder. Also es führt eigentlich alles irgendwo hin, aber letztendlich doch ins gar nichts. Und ja, wir werden den Hebel umlegen. Boah, aber mach's nicht zu brutal. Ja, bevor wir den Hebel umlegen, werde ich natürlich einmal die Schnellspeicherfunktion benutzen. Die überaus schnelle Schnellspeicherfunktion. Genau, speichern. Na, mach mal. Schnarch. Schnarch, genau. Und ja, was passiert, wenn wir diesen Hebel umlegen? Das sehen wir dann in der nächsten Folge, liebe Freunde. Spannung. Hoho! Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.